Hey Leute, es gibt wieder eine neue Acolyte-Folge. Folge 7. Und da ich endlich wieder aus dem Urlaub zurück bin, gibt es halt natürlich auch wieder ein Review-Video hier auf Star Wars Basis. Zuerst kurz spoilerfrei, dann spoilerhaltig kurz die Story zusammengefasst und dann meine spoilerhaltige Meinung dazu. Spoilerfrei kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir die Folge heute überraschenderweise extrem gut gefallen hat. Ja, hat für mich so gut wie alles gestimmt. Klar, es gab die ein oder andere Kleinigkeit, nichts ist absolut perfekt, aber diese Folge kommt für eine Serie in diesem Setting für mich ziemlich nah an Perfektion, um ehrlich zu sein, ran. Und da frage ich mich so ein bisschen, warum erst jetzt, warum erst ab Folge 7? Folge 1 fand ich solide, Folge 2 auch noch. Folge 3 fand ich echt nicht gut und seitdem war es so ein Hin und Her. Manches fand ich gut, manches eher nicht so. Und Folge 7 ist jetzt wirklich für mich extrem, extrem gut. Optisch habe ich an der Folge wirklich extrem wenig auszusetzen. Musikalisch war es hier mal endlich super. Das ist bei Live-Action-Serien für mich auch so ein bisschen Hin und Her, während die Musik von zum Beispiel Episode 1 bis 6, also von den Originalfilm und der Prequel-Trilogie für mich absolut perfekte Filmmusik ist, haben die Serien das so mal richtig gut, mal eher nicht so gut hingekriegt und in The Acolyte, die ersten 6 Folgen, ja, war es manches Mal okay, manches Mal habe ich die Musik, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr gemerkt. Das kann manches Mal bei Filmmusik auch okay sein, aber hier hat man die Musik an vielen Stellen sehr gut gemerkt. Es war gute Musik und vieles davon hat sich auch sehr nach Star Wars Musik angefühlt, was ich sehr, sehr schön fand. Und was so der Plot, die Story und die Themen der Folge angeht, bringt die Folge einfach eine ziemlich gute Mischung mit. So eine Mischung aus Spannung, aber eben auch Action, einigen Geheimnissen, die gelüftet werden, Lore-Vertiefung, die man jetzt in der 7. Folge einer Serie nicht unbedingt erwarten würde, aber eben auch einige nette Easter Eggs für Hardcore-Star Wars-Fans. Da ist so alles mit drin in einer wirklich guten Mischung. Deswegen für mich alles in allem rundum eine sehr, sehr gelungene Folge. Das Einzige, was ich hier noch so auszusetzen hätte, wäre, dass die für mich an einer falschen Stelle in der Staffel kommt. Und ich glaube auch nicht so, dass jetzt die letzte Folge, also Folge 8, die nächste Woche noch kommen wird, die Serie für mich, oder zumindest halt die Staffel, zufriedenstellend abschließen kann. Ich vermute, die nächste Folge wird auch wieder so um die 40 Minuten lang sein, vielleicht ohne die Credits am Ende dann eher so 38 Minuten lang. Da bin ich mir nicht sicher, ob mit dem Stand, den wir jetzt nach Folge 7 haben, die Story wirklich vernünftig abgeschlossen werden kann. Klar kann es einen Cliffhanger für Staffel 2 geben, aber einiges sollte doch in Staffel 1 auch noch beantwortet werden und geregelt werden. Weiß ich nicht, ob das jetzt so nach 7 Folgen machbar ist mit einer einzigen Folge noch. Aber das werden wir nächste Woche ja dann hoffentlich zu sehen bekommen. Aber gut, lasst uns mal eben kurz die Story kurz zusammenfassen. Hier werden Spoiler drin auftauchen. Bitte guckt die Folge einfach selber. Aber mein spoilerhaltiges Review kommt dann eben nach dieser kurzen Story-Zusammenfassung. Die Folge ist, und für Folge 7 muss ich da leider sagen, sozusagen wieder eine komplette Rückblendenfolge, die quasi nochmal die Story aus Folge 3 erzählt, nur dieses Mal aus Sicht der Jedi. Und hier ist einiges sehr Interessantes dabei. Am Anfang erfahren wir, dass die da schon seit 7 Wochen sind. Wir erfahren, dass der Planet vor 100 Jahren quasi durch ein Desaster ausgelöscht worden ist. Jetzt da aber schon wieder alles voller Leben sprießt und die das Gefühl haben, dass da eine Vergenz der Macht sein könnte. Die haben aber bisher da noch nichts Nennenswertes gefunden, deswegen ist Tarbin ziemlich nervös, denn der will wieder schnell zurück nach Hause, nach Coruscant, und das wird noch ein Problem werden in der Folge. Denn dann kommt diese Szene von Saul, der die Zwillinge da eben das erste Mal findet, der schleicht sich bei denen ein, sieht diese Trainingseinheit der Zwillinge und hat scheinbar Angst um die Sicherheit der Zwillinge. Also überredet der die anderen Jedi, da halt in diese Festung mit reinzugehen. Und dann sehen wir auch diese erste Konfrontation zwischen den Hexen und den Jedi und wir sehen wieder, wie Tarbin diese Gedankenkontrolle aufgezwungen bekommt. Dieses Mal allerdings aus Sicht von Tarbin, was sehr interessant ist, mal so diesen Effekt zu sehen, den so eine Gedankenkontrolle durch die Macht bei Leuten haben kann.
Das fand ich ziemlich cool gemacht. Wir bekommen dann auch noch die Sicht der Jedi zu sehen, wie sie Mei testen, was ja in Folge 3 nicht zu sehen war. Dann nochmal kurz noch das von Osha. Und diese Berichte der Teste werden nach Coruscant geschickt. Die sollen jetzt die Feldarbeit weitermachen, die die da haben. Und dann auf die Nachricht des Jedi-Rates warten, ob die beiden Zwillinge nach Coruscant gebracht werden könnten oder nur Osha oder nur Mei. Was der Jedi-Rat halt so sagt. Dann merkt Saul, dass irgendwas in der Festung schief läuft. Der möchte den Zwillingen zu Hilfe eilen. Indara sagt allerdings, der Jedi-Rat hat Nein zu den Zwillingen gesagt. Die sollen nicht weiter mit den Hexen interferieren. Und die Zwillinge wären auch zu alt, um ausgebildet zu werden. Da bekommt Torbin allerdings auch die Testergebnisse der Bluttests zurück. Und merkt, dass der M-Wert von den beiden Zwillingen extrem hoch ist. Dass die Symbionten bei den Midichlorianern, was auch immer das bedeuten soll, aber exakt gleich sind bei den Zwillingen. Und selbst wenn es Zwillinge sind, sollten die Symbionten ähnlich sein, aber nicht exakt gleich. Also muss irgendwas komisch an den Zwillingen sein. Und die überlegen, ob es vielleicht in irgendeiner Art und Weise möglich wäre, dass die Zwillinge künstlich erschaffen worden sind, dass hier ein Bewusstsein in zwei geteilt wurde. Alles sehr, sehr interessante Hinweise. Ich bin mal gespannt, wo das so in Zukunft noch hingehen wird. Das reicht Torbin aber aus. Der will wirklich einfach zurück nach Hause, nach Coruscant. Sagt, okay, wir haben hier Anzeichen für eine Vergenz der Macht gefunden. Wenn wir das haben, können wir nach Hause. Also fliegen wir jetzt schnell zur Festung, finden da die Vergenz und können dann nach Hause abhauen. Saul verfolgt den auf dem Speederbike und die merken da, dass die Tür des Aufzugs, mit dem man in die Festung reinkommt, kaputt gemacht wurde. Saul vermutet, dass die Hexen den Zwillingen irgendwas antun wollen, wobei Mei es war, die den Aufzug kaputt gemacht hat, damit niemand gehen kann und damit Osha auch nicht gehen kann. Und dadurch passiert diese ganze Tragödie, die wir schon in Folge 3 gesehen haben. Saul und Torbin brechen in die Festung ein, werden von den anderen gestellt. Mutter Anisea verwandelt sich in Rauch, als Mei bekannt gibt, dass ein Feuer ausgebrochen ist und dass Osha geholfen werden muss. Und Meister Saul interpretiert das in irgendeiner Art und Weise, dass Mutter Anisea scheinbar irgendwem schaden will. Also nimmt er sein Lichtschwert und tötet Mutter Anisea, die in ihren letzten Worten noch sagt, dass sie eigentlich Osha hätte gehen lassen wollen, um ihren Wünschen zu entsprechen. Und damit ist die Kacke da richtig am Dampfen, die Hexen, Nachtschwestern, was auch immer sie sind, fangen an, Torbin und Saul anzugreifen. Saul möchte aber gegen Mutter Coral gar nicht kämpfen, der weicht nur aus, blockt ihre Angriffe ab und auf einmal sind die Hexen weg. Dafür kommt ein ganz anderes Monster da an, nämlich Kalnaka, der von allen Schwestern hier gedankenmanipuliert wird. Der kämpft wie ein absolutes Biest gegen die anderen, bis Meisterin Indara auftaucht, in Kalnakas Geist reinkommt, diese Gedankenkontrolle löst und damit jede einzelne Hexe tötet, die Kalnakas Gedanken übernommen hatte, was alle Hexen waren, deswegen sind alle Hexen da tot. Dann kommt diese Szene mit Osha und Mei, die kurz vorm Abgrund stehen, und wir sehen hier, dass Saul beide Schwestern, die beiden Zwillinge, hochhalten kann, aber er hat nicht genügend Kraft, um beide zu retten, also entscheidet er sich für Osha und lässt Mei in den Tod fallen. Dann sehen wir diese Szene auf dem Schiff und Saul möchte sich eigentlich stellen, dem Rat die Wahrheit zeigen. Da ist allerdings Meisterin Indara dagegen, denn sie sagt, okay, wir haben jetzt Osha schon so unglaublich viel genommen, wir können ihr nicht auch noch den Traum nehmen, eine Jedi zu werden. Also sagen wir einfach, Mei hat das Feuer gelegt, dadurch sind alle gestorben und gut ist. Saul will das eigentlich nicht, er will sich wirklich dafür stellen, was er getan hat. Dann wacht Osha auf und Saul erzählt ihr diese Lüge, womit die Folge endet. Und in der Folge ist einfach eine Menge drin, auch von der Story her. Deswegen jetzt mein spoilerhaltiger Senf dazu. Und ich muss sagen, am Anfang hat es mich, um ehrlich zu sein, schon ziemlich genervt, dass es schon wieder eine Rückblende war und dass die komplette Folge eine Rückblende war. Und die Folge war super gemacht, aber eben, dass jetzt in Folge 7 nochmal eine Rückblende kommt, weiß ich nicht. Aber es war, wie gesagt, einfach viel zu viel Gutes drin. Angefangen von dieser Idee einer Vergenz in der Macht und dieses Bewusstsein, dass er zweigesplittet wird, um die Zwillinge zu erzeugen, ist super interessant. Jetzt
sieht es zumindest erstmal so aus, als hätten die Hexen vermutlich keine Verbindung zu den Sith gehabt. Aber das könnte auch in irgendeiner Art und Weise in, sagen wir, 80, 90 Jahren in dieser Geschichte zu Anakin führen, dass die Sith halt doch noch Mei oder Osha in die Hände bekommen, im Endeffekt beide in die Hände bekommen und dadurch in irgendeiner Art und Weise solche Techniken lernen können, wodurch sie dann auch Anakin erschaffen könnten. Ich weiß es nicht, das kann in der nächsten Folge und potenziell in den nächsten Staffeln noch weiter ausgebaut werden, aber ich glaube, das wird noch ein großer Themenpunkt in der weiteren Geschichte von The Acolyte sein, sollte da eine zweite Staffel noch von kommen. Aber auch einfach die Spannung, die da entstanden ist, dank der Story, des Schnitts, aber auch der Musik, war ziemlich gut umgesetzt. Die Action hat ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Nehmen wir uns nun mal Kanaka. Ein Wookiee haben wir ja schon öfter kämpfen sehen, sei es jetzt mit Chewbacca in den Filmen oder eben auch die Action in Episode 3 oder die verschiedenen Wookiees, die wir in The Clone Wars oder auch in Rebels gesehen haben. Aber jetzt außer Ganji haben wir noch keinen Wookiee-Jedi und vor allem keinen erwachsenen Wookiee-Jedi so wirklich in Bewegung kämpfen sehen, außerhalb von Comics, Videospielen und Romanen. Und das war einfach richtig, richtig klasse dargestellt, wie gut der einerseits mit den Jedi-Fähigkeiten ist, aber wie krass stark so ein Wookiee im Vergleich zu Menschen auch einfach ist. Fand ich wirklich gut umgesetzt. Aber auch diese Idee, dass sich diese Hexen hier in Rauch verwandeln können, haben wir auch schon in The Clone Wars angedeutet gesehen. Und in Jedi Survivor kann Meryn das ja auch machen. Finde ich ziemlich cool. Die Frage ist nur so ein bisschen für mich, was wollte Mutter Aniseia da machen? Sich zu Osha teleportieren, um Osha zu retten und die dann wegteleportieren? Das wäre eine Möglichkeit und Saul hat das dann einfach falsch interpretiert? Na, vielleicht. Aber die Jedi kommen hier auch alle nicht so gut weg. Was ich am Anfang ziemlich gut fand, diese Idee der Jedi, da eigentlich gar nicht interferieren zu wollen. Es ist ja im Prinzip nur Saul, der so eine Verbindung mit Osha spürt, der darauf pocht, okay, wir müssen jetzt hier mit denen in irgendeiner Art und Weise interagieren. Und Meisterin Indara sagt aber, okay, es ist einfach eine andere Vereinigung, die auch irgendwas mit der Macht zu tun hat. Da haben wir halt nichts mit zu tun. Die sollen so leben, wie sie leben. Was wir auch aus anderen Begleitwerken von Star Wars kennen, was wir zum Beispiel in dem Hördrama The Battle of Jedha aus der High Republic kennen, da sehen wir, wie auf Jedha verschiedenste Kulte der Macht, selbst Kulte der dunklen Seite der Macht, von den Jedi toleriert werden und neben den Jedi teilweise koexistieren. Und das ist genau das, was wir hier auch sehen, was halt in Folge 3 nicht wirklich so rüberkam, weil wir da nur die Sicht der Hexen gesehen haben. Aber trotzdem, im Endeffekt kommen die Jedi ja nicht gut weg. Torben, der nur nach Hause will und dieses ganze Desaster dann quasi auslöst, weil er da halt hinrast, ohne nachzudenken. Dann haben wir aber auch noch Indara, die zwar Kelnaka rettet, aber damit diesen ganzen Hexenclan quasi auslöscht. Kelnaka, der sich überhaupt erst so manipulieren lässt. Und eben Saul, der ja sagt, er will nur das Beste für die Zwillinge. Will er das oder ist er eher so in diese Idee vernarrt, Osha als Schülerin aufzunehmen? Na, weiß ich nicht. Und natürlich dann am Ende diese Entscheidung von Saul, zwischen Osha und Mei wählen zu müssen und dann Osha zu wählen. Hätte Saul da eine andere Chance gehabt? Hätte er versuchen können, andere zu Hilfe zu holen? Oder wären dann beide vielleicht gestorben? Ein schwieriges moralisches Dilemma, worauf man wahrscheinlich keine vernünftige Antwort hat. Aber genau das finde ich ziemlich gut, dass das hier thematisiert wird. Deswegen rundum eine wirklich, wirklich gute Folge. Das einzige Problem, was ich hier wie schon gesagt habe, ist, dass es eben Folge 7 ist. Zum einen wegen der Qualität. Die 6 Folgen davor hatten teilweise gute Qualität in vielen Aspekten, aber auch teilweise nicht so gute Qualität in einigen Aspekten. Und warum konnten die nicht auch so eine gute Qualität haben wie Folge 7 jetzt? Und ich glaube, der Serie hätte es einfach gut getan, wenn Folgen 3 und 7 zusammengeschnitten worden wären und das als erste Folge gemacht haben. Denn allzu großes Mysterium, was da passiert ist, ja, okay, das ist ein Mysterium, aber so mega spannend fand ich das jetzt nicht. Aus den Trailern und aus dem Kontext konnte man sich da schon einiges zusammenreimen, was wir jetzt hier in Folge 7 gesehen haben.
da hätte ich das lieber am Anfang der Serie gehabt, um dann noch mehr mit den Charakteren mitfühlen zu können und um dann zu wissen, oh mein Gott, hier gibt's ein riesiges Geheimnis, was die Jedi verdecken. Und wenn Osha das rausfindet, ist die Kacke noch mehr am Dampfen, was dann noch mehr Spannung für die anderen Folgen gebracht hätte. Weiß ich nicht. Ich glaube, anders strukturiert hätte die Serie mehr Sinn gemacht und mehr Spaß gemacht. Und die Frage ist jetzt halt, wie soll Folge 8 das zu einem vernünftigen Ende bringen? Ich glaube, das wird sehr schwierig, aber schreibt dazu eure Gedanken gerne mal unten in die Kommentare, was ihr meint, was jetzt in der nächsten Folge passieren wird, aber auch, wie ihr diese Folge fandet. Und weil wir jetzt hier auch Kalnaka so krass in Action gesehen haben, wenn ihr mehr über Wookiees wie Kalnaka erfahren wollt, sagen wir über deren Kultur, deren Leben, deren Biologie, Technologien und so weiter, schaut mal hier in dieses Video rein, da gehe ich wirklich sehr, sehr tief auf die Wookiees ein. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.